Airbus RER, das ist das Richtige. Ja, keine Ahnung, ob das für die Strecke reicht. Ah ja, ne, es gibt keine anderen. Okay. Und da hab ich ja noch. Hier. Ne, ich hab noch. Ach, ja, du hast noch Tickets. Ja. Hier in den Katakomben in Paris wieder zu Teil 3. Ja, heute bin ich in La Plage unterwegs und will euch dort mal zeigen, was man dort alles sieht. Ja, ich habe natürlich vorher schon ein bisschen was gebracht, aber da war bloß mal schnell Durchlauf und heute bringe ich mal ein bisschen mehr. Danach gehen wir noch ins Kino und im Kino zeige ich euch auch noch ein paar Bilder. Wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Der Weg dorthin war wieder richtig, richtig nice. Wir kennen ja eigentlich nur einen Weg, wo man viel kriechen muss und alles. Und wir haben heute mal einen ganz anderen Weg mal genommen, wo man ein bisschen mehr stehen kann. Und ich sag mal, der hat es richtig in sich gehabt. Der war richtig gut, weil wir uns dreimal verlaufen haben und doch den Weg gefunden haben. Hinter der Säule links. Ja. Ihr seht, auch sowas gibt es, wo man ein bisschen langsamer laufen muss, ein bisschen kontrollierter. Und wird das Hosenbein nass und das dritte Bein. Das ist Wahnsinn, was man hier alles sieht. Man kann sich extrem schnell verlaufen. Und jetzt gehe ich mal wieder zu meiner Gruppe zurück, weil es sind immer mehr Ecken und immer mehr Ecken. Und Alleingänge sollte man ja nicht machen.
Ja, das ist Lablage. Hier ist zum Beispiel ein Bild von vielen, weil wirklich an jeder Wand sind Malereien. Das sind so, wie soll ich sagen, ein großer Raum, wo mittendrin dann so eine fetten Säulen sind von Durchmesser von 2 Meter bis 3 bis 5 Meter. Und auf den Säulen sind dann so viele Sachen so drauf gemalt mit Graffiti, was richtig genial ist. Und ich war ja voriges Jahr das letzte Mal hier gewesen und es kommt immer wieder was Neues dazu. Also das heißt nicht, wenn man das heute gesehen hat, braucht man es nicht mehr angucken. Nee, man kann immer wieder hergehen und man sieht immer wieder neue Sachen. Das ist cool. Der ist zwar nicht neu, aber ich finde ihn geil. Jetzt bin ich an dieser Pappmaché, die ich vorher ja schon gefilmt habe. Und ja, einen netten Schal rum und sieht schon genial aus. In schöner Größe und hält auch, weiß nicht, ob man das sieht, hält die Decke so fest oben, dass die nicht runterfällt. Schon Wahnsinn, was die alles hier so bauen und machen. Aber es gibt noch viel, viel schönere Sachen. Wenn ihr das einfach mal sehen wollt, dann tut einfach mal den Kanal abonnieren und es gibt noch ein paar Teile von Paris. Muss was haben zum Halten. Hey! Hey! Die Steine sind weg. Ja, Moment. Mir ist ja alles fliegen gegangen. Ich hatte hier einen Adler gemacht. Oh, das ist nicht so. Aber ja. Ja, also nichts gebrochen. Was hast du gemacht? Ja, da hinten war kein Tritt mehr, der. So. Letzten Cut. Ziehen. Ja. Okay. Verkantet. Sehr gut. Boah, sehr gut. Oder? Wow. Schön. Nee, fliegen überhaupt nichts. Fußgelenk links und Ellenbogen links. Und dann hier auf die Steine. Scheiße. Du musst dann halt hier drehen, ne? Ja, oder komm einfach raus, ich halte dich fest. Danke, mein Schatz. Nee, Chris, kein Spaß, ich halte dich. Geh einfach weiter. Also die Idee mit den Füßen zuerst ist besser. Ja. Außer man ist so steil.
Casino angelangt und ja, Jama hat sich nicht viel verändert, weil hier laufen wirklich keine Kinofilme mehr. Und alles, was hier mal gelaufen ist, ein Kinofilm, ist an den Band gemalt per Graffiti. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Wieder gezeigt, ein paar Graffitis, was hier früher mal so gespielt worden ist, und stehe jetzt gerade hinter ein Graffiti von Edward mit den Scherenhänden, und ja, jetzt machen wir noch ein schönes Gruppenfoto und dann geht es auch schon fast wieder raus. Ja, wir sind ja heute schon eine ganze Weile unterwegs, von ja, sind schon gute 10 Stunden. Und heute wollten wir das ein bisschen ruhiger machen. Und morgen geht es dann wieder richtig volle Pulle. Weiter. Und das musst du auch machen, du machst das echt tief. Ja. Nee, du warst ja dabei. Ich gebe das gleich nach hinten weiter. Wir sind jetzt Richtung Ausgang unterwegs und waren, wie gesagt, in La Plage und in dem Kino. Das Video ist damit beendet. Bitte nicht nachmachen. Die Katakombs in Paris sind nie ohne. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen da. Und wie gesagt, ist nicht der letzte Teil. Es kommt noch ein weiterer. Und bis dahin wünscht er. Und wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Es ist extrem gefährlich. Fertig heute. Hi, Sina, Jonas. Nicht die Finger klemmen.
Alles richtig zugemacht.